Nach einem langen, warmen Herbst steht nun endlich der Winter vor der Tür. In flauschiges Weiß gehüllt präsentiert sich seit kurzem auch St. Anton seinen skisportbegeisterten Gästen. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Beim Weihnachtsmarkt haben wir noch gesagt, wir warten auf den Schnee, um die Wintersaison richtig beginnen zu können. Jetzt ist er da. Wenn ich da hinaufschaue auf die Berge, dann lacht mein Herz. Der Petrus hat uns erhört, hat uns schon in der letzten Woche mit Schnee gesegnet sozusagen und heute nochmals. Und es schaut ja so aus, als ob am nächsten Wochenende noch einmal der Schnee dazukommt. Noch dazu sollte es kälter werden. Die Schneekanonen laufen auf Hochtouren, das heißt einer erfolgreichen Wintersaison oder zumindest jetzt einmal dem Start steht nichts im Wege und das freut uns natürlich sehr. Also ich meine, das steht außer Zweifel, dass eine Skischule einen Schnee braucht. Ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste. Aber man muss sagen, Gott sei Dank ist der Schnee frühzeitig trotzdem noch gekommen. Feedback sehr, sehr gut. Es hat ja in der Höhe über einen Meter Neuschnee gemacht in den letzten Tagen. Also gerade im Bereich der Verluger hervorragende Skifahren und eigentlich die Verhältnisse bis ins Tal, aber tadellos. Das ist eine Riesenmotivation, logisch, weil ja jeder von uns logisch bereit ist. Man hat also die ganzen Vorbereitungen getroffen. Man ist in die Startlöcher, ist voll motiviert. Und das Einzige, was noch fehlt, ist der Schnee. Wenn es nachher schneit, gehen wir Vollgas. Ja, die nächsten Highlights sind zuerst einmal, dass das ganze Skigebiet aufgeht, dass unsere Gäste dieses unvergleichliche Skigebiet wirklich genießen können auf der Nord- und auf der Südseite. Wir haben Weihnachten, zu Neujahr gibt es dann zum ersten Mal die Skishow Schneetreiben wieder im Zielstadion. Die wird dann wieder jede Woche am Mittwoch durchgeführt. Im Jänner, als das große Highlight im Jänner neben der SCA-Woche, ist natürlich die Red Bull Hüttenrallye. Die haben wir leider verschieben müssen, aber ich glaube, Ende Jänner wird es ganz, ganz eine tolle Veranstaltung. Dann haben wir die österreichischen Ski- und Jugendmeisterschaften bei uns Anfang Februar. Und gegen Ende des Winters haben wir dann die Snowvolleyball World Tour, ganz eine neue Veranstaltung bei uns am Rendl oben, wo die Beachvolleyballer sozusagen ihre Kunst im Schnee ausüben. Und gegen Ende der Saison gibt es dann wieder den Weißen Rausch, wie das schon traditionell ist, den Mythos der Weiße Rausch.